Up in Boys and Girls. Ich begrüße euch zu einem der meistgefragtesten Videos ever. Also nicht speziell das, was ich in diesem Video mit euch teile, aber ich habe einfach mal die letzten Tage so eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram. Ich wollte einfach mal so ein bisschen Input von eurer Seite kriegen. Und überraschenderweise haben so viele Leute gesagt, sie wünschen sich die vegane Kochstunde zurück. Und ich dachte so, what? That's the thing you're missing? Das ist jetzt ein denglischer Kanal, falls ihr das noch nicht wusstet. Okay Leute, einen Moment, ich habe mich umentschieden. Ich habe gedacht, es würde schön aussehen, wenn ich die Haare auf habe, aber das geht einfach nicht. Nicht bei 36 Grad. Puh, besser. Das, was ich heute mit euch machen möchte, ist Sorbet-Eis. Denn was brauchen wir gerade alle? Eine Abkühlung. Eis ist das Beste auf der ganzen Welt. Ich habe schon mal ein Video zu einem veganen Snickers-Eis gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Mega geiles Eis. Also wirklich, das kam so gut an. Das Eis, was wir heute allerdings machen, ist Sorbet-Eis. Das heißt, es ist leichter, es ist fruchtiger, es liegt nicht so schwer im Magen, hat nicht so viele Kalorien und kann man gut schmelzen lassen und als Slushy trinken. Just to let you know. Heute machen wir sehr, sehr viel mit Beeren beispielsweise, die viel Antioxidantien beinhalten und auch gut fürs Köpfchen sind. Und wir arbeiten mit Ananas, was den Serotoninspiegel steigen lässt. Und was wollen wir mehr, außer Eis, das glücklich macht? Alles, was ihr dafür braucht, sind drei Zutaten. Das Allerwichtigste ist gefrorenes Obst. Und die zweite notwendige Zutat meiner Meinung nach, aber einfach, weil ich ein süßer Zahn bin, ist ein Süßungsmittel. Dafür nehme ich immer Ahornsirup oder Datteln. Ihr könnt natürlich auch Zucker, Karamell, Sirup, was auch immer ihr wollt. Sowas haben wir allerdings nicht im Haus, denn wir sind ein zuckerfreier Haushalt. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben, um auch ein bisschen fürs Image. Und die dritte Zutat, die ihr mit reinnehmen könnt, ich mag das ganz gerne, es ist gut für die Konsistenz, ist Kokosmilch. Ihr könnt auch Mandelmilch, Hafermilch, whatever nehmen, um ein bisschen Einfluss auf die Konsistenz und die Cremigkeit zu nehmen. That's it! Das ist alles, was wir brauchen. Und daraus, meine Damen und Herren und andere Menschen, die sich dort nicht einordnen, machen wir jetzt Eis. Jeder Mensch, der gefrorenes Obst zu Hause hat, kann das jetzt einfach nachmachen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich bin schon wieder so scheiße heute, es tut mir leid. Okay, fangen wir an mit einem beerigen Eis. Da könnt ihr einfach so gefrorenes Tiefkühlobst nehmen. Das gibt es in Plastik, das gibt es auch in nicht Plastik, von Bio. Und ich benutze fürs heutige Video allerdings von mir eingefrorenes Obst. Das habe ich morgens fürs Porridge gekauft und einfach niemals aufgegessen, weil seit wann sind Blaubeeren eigentlich so billig? War das nicht ursprünglich mal ein teures Lebensmittel? Genau, und Erdbeeren, die ich auch nicht aufgegessen habe. Aber nehmt, was ihr wollt. Ihr seid freigestellt. Ihr seid frei. Und hier, bei mir in der Kochstunde, da ist die erste Zutat, die hinzugefügt wird, Freiheit. Ihr nehmt jetzt halt so viel Obst, wie ihr essen wollt und packt es in den Mixer. Ich packe noch 5 Datteln rein, das ist ein kleinen Schuss Kokosmilch und dann wird das gemixt. So, und jetzt geht es nur noch darum, die richtige Konsistenz zu kriegen. Normalerweise würde ich jetzt mit Kokosmilch nachjustieren, weil ich aber nicht mehr so viel Kokosmilch habe und es ganz, ganz wichtig fürs nächste Rezept ist, justiere ich ein bisschen mit Hafermilch nach. Und so testen wir uns jetzt da dran. Also immer mixen, gucken, wie die Konsistenz ist, nachjustieren, weiter mixen. Solange bis geil ist. Kriegt keine Panik, wenn es zu flüssig wird. Man kann immer noch mal nachfrieren. Mmh. Das schmeckt so geil. Schmeckt so geil. Wirklich, das ist so gesund, Leute. Denkt an Dr. Greger. Falls ihr Dr. Greger nicht kennt, Dr. Greger ist ein schlauer Mann, googelt den, der sagt, man soll jeden Tag Beeren essen. Das ist der Gesundheitsbrunnen. Kommen wir zum zweiten Rezept und es ist großartig, Leute, es ist großartig. Wer sich an mein Smoothie-Video erinnert, weiß ganz genau, dass ich auf alles stehe, was Pina Colada ist. Ich war übrigens letztens, für alle von euch, die in der Nähe vom Titisee leben, in so einem, wie hieß denn das? Das war so ein Schwimmbad und da war eine Bar im Wasser. Die Hocker waren im Wasser. Und dann habe ich mich auf diesen Hocker gesetzt und habe ich einen Pina Colada bestellt. Im Wasser bin ich da geschwommen und habe auf einem kleinen Hocker gesessen und habe einen Pina Colada getrunken. Ja, ich stehe sehr, sehr krass auf alles, was mit Pina Colada zu tun hat. Und das ist ja einfach die Kombination aus Ananas und Kokos, genau. Und wir machen jetzt ein Ananas-Kokos-Sorbet. Dafür habe ich Ananasstücke. Sei jetzt einfacher.
Was soll das denn? Wie kann man das denn jetzt einem Menschen so schwierig hier machen? Kevin? Du hast ja sehr viel trainiert in letzter Zeit, ne? Das ist so nervig. Das kommt dann nicht raus und das ist mit ganz viel Saft verfroren. Und ich brauche das aber, damit wir Eis essen können, verstehst du? Also theoretisch ist es, hast du auch was davon, weil du dann Eis hast. Verstehst du? Verstehe. Das andere Eis ist richtig lecker geworden. Welches andere Eis? Du wirst dich so freuen gleich, weil du sagst, oh, ich mach Sex mit dem Eis. Ja, noch ein bisschen mehr. Hast du Hunger auf Eis? Ich habe sowieso Hunger. Okay, Frage. Schoko-Eis oder Vanille-Eis? Schoko. Schoko oder Erdbeereis? Schoko. Aber kommt auch ein bisschen aufs Erdbeereis. Schoko oder Zitroneneis? Wir reden aber von richtig gutem italienischem Eis. Dann vielleicht sogar Zitrone. Schoko oder Himbeereis? Schoko. Schoko oder Pina Colada? Pina Colada. Wirklich? Nein, Schoko. Schoko oder Beerenmix? Schoko. Wieso bist du so versessen auf Schokoladeneis? Weil ich kein Eis mag und wenn es wenigstens nach Schokolade schmeckt. Ja, hast du auch mal irgendwie über Werbezwecke nachgedacht? Wir drehen hier ein Obsteis-Video. Idiot. Und dann passiert genau dasselbe wie eben. Datteln, das Süßungsmittel eurer Wahl und etwas mehr Kokosmilch als eben. Dattel übrig geblieben. Oh, hör ein Frosch. Handkrämpfe später bin ich fertig. Ihr nehmt euch jetzt ein weiteres schönes Glas und füllt es um. Oder ihr macht es in ein normales Glas, weil ihr nur ein schönes Glas besitzt, so wie ich. Okay, und jetzt holen wir Kevin und lassen ihn probieren. Bist du bereit, das beste Eis zu probieren, was du jemals in deinem Leben gegessen hast? Und ab diesem Zeitpunkt wirst du für immer Eis lieben. Wie schmeckt das? Das ist geil. Ja? Mhm. Ist dir süß genug? Oh, könnte ein Zucken süßer für mich, aber... Ja, du kannst schmeckt. Ja Ahornsirup drüber machen noch. Okay, probier das. Das müsste eigentlich noch ein bisschen nachgefroren werden, weil ich müsste zu viel Kokosmilch nehmen, um das flüssig zu kriegen. Das ist geil. Das ist gut? Findest du das besser als das? Ja. Mega. Mega. Das war's von mir. Das war nach ewig langen Zeiten meine vegane Kochstunde. Ach so, ja, das Eis ist vegan, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ihr könnt es aber auch unvegan machen mit Hackfleisch. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Eis nachmacht, wenn ihr mich vielleicht auf Instagram darauf verlinkt oder in der Story markiert und so. In der Story wäre cool, dann kann ich es reposten. Dann kann ich nämlich in meiner Story damit angeben, dass ganz viele Leute mein Eis nachgemacht haben, weil ich so gutes Eis mache. Gut, ich danke euch fürs Einschalten. Ihr seid süß und klein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.